Ja, willkommen zurück bei Wildbienen wild vernetzt. Wir sind heute hier im Botanischen Garten der Uni Düsseldorf und ich habe heute mit mir hier den Professor im Ruhestand für Sinnesökologie, Klaus Lunau. Klaus, kannst du uns mal ganz kurz erklären, warum Wildbienen eigentlich wichtig sind für uns? Erstmal danke für die Einladung zu diesem Gespräch. Wildbienen sind wichtig, erstens, weil sie Insekten sind und Insekten nicht so die Sympathieträger sind, aber die Wildbienen machen da die Ausnahme. Sie sind quasi die Teddybären unter den Insekten und sie sind positiv besetzt, sie stehen für Fleiß und sie sind von entscheidender ökologischer Bedeutung, weil sie die Wildblumen bestäuben. Ohne Wildbienen würden die meisten Blütenpflanzen keine Samen, keine Früchte ansetzen. Ein Leben auf dieser Welt wäre ohne Bienen gar nicht denkbar. Das ist richtig. Und die haben eigentlich weltweit ganz viele Bienenarten. Du hast eben auch den Blick über den Tellerrand gewagt. Du hast nicht nur geguckt, was haben wir hier zu Hause an Wildbienen, sondern wirklich auch weltweit den Fokus geöffnet und da auch viel geforscht. Willst du uns ein bisschen was da aus deiner Forscherkarriere erzählen? Ja, also besonders beeindruckt haben mich die Prachtbienen, die ausschließlich in Mittel- und Südamerika vorkommen und die als Besonderheit das Verhalten entwickelt haben, dass sie ihre Sexualpheromone, das sind also die Lockstoffe, mit denen die Männchen die Weibchen anlocken, gar nicht selber produzieren, sondern die sammeln die auch von Blüten und von anderen Stellen. Und 1500 Orchideenarten und andere Blütenpflanzen, die sind abhängig von diesen parfümsammelnden Prachtbienen. Das ist unglaublich, welche Abhängigkeiten, welche Wechselwirkungen da entstehen. Und wenn man diese Bienen sieht, sie heißen nicht umsonst Prachtbienen, das sind blau, grün oder rötlich glitzernde Tiere, hummelgroß oder noch größer, die, wenn man so ein Eukalyptusölfläschchen aufmacht, sofort um einen herumschwirren und nichts anderes zu tun haben, als gierig diese Duftstoffe einzusammeln, mit denen sie dann die Weibchen anlocken. Das haut jeden um, wenn er das mal gesehen hat. Das klingt nach einem spannenden Forschungsfeld. Und würdest du sagen, hier die Wildbienen, wir gehen jetzt mal wieder zurück nach Deutschland, die Wildbienen bei uns zu Hause, denen geht es eher gut oder haben die so ein bisschen zu kämpfen? Was ist so deine Einschätzung? Beides ist nicht richtig. Also ihnen geht es nicht gut und ein bisschen zu kämpfen haben sie auch nicht, sondern sie haben schwer zu kämpfen. Das liegt an verschiedenen Ursachen. Einmal an der Intensivierung der Landwirtschaft. Die Wildbienen haben gar nicht mehr die Flächen, wo sie hinreichend Blüten finden oder auch Nistplätze, weil die Areale zu groß sind, weil die Areale teilweise zu betoniert sind, weil Pestizide in der Landwirtschaft zunehmend eingesetzt werden, weil durch das Ausbringen von Düngemitteln sich die Pflanzenvielfalt auf den intensiv genutzten Flächen ändert, sodass sie immer weniger Blütenpflanzen finden. Also den Wildbienen geht es schlecht und die Rote Liste lügt auch nicht. Über die Hälfte der Wildbienenarten ist in Gefahr, hier in Nordrhein-Westfalen auszusterben. Also höchste Zeit zu handeln. Deswegen ist eigentlich für uns auch ganz wichtig und ganz interessant einfach, was können wir denn tun? So, was kann jeder Mensch praktisch tun, um Wildbienen zu schützen? Ja, das ist ein ganz interessanter Ansatz, den ich auch sehr stark unterstütze, dass man sich selber mit diesem Thema auseinandersetzt, sei es im eigenen Garten, sei es im Balkonkasten, sei es im Park. Ich glaube, wir müssen auch das Thema mehr an Schüler herantragen, wir müssen das in die Schulen bringen, dass man Wildbienen kennt, dass man sie einschätzen kann, dass man weiß, dass sie gar nicht so gefährlich sind, wie immer getan wird. Und dann wird das Verständnis für die Wildbienen auch wachsen. Ganz kurz, deine drei Lieblingspflanzen für den Garten? Meine drei Lieblingspflanzen für den Garten, würde ich sagen, ist einmal im Frühjahr das Lungenkraut. Weil dort, wenn es dann losgeht, dass Bienenjahr, die Pelzbienen regelmäßig dran zu sehen sind, die in rasenschneller Fahrt von Blüte zu Blüte fliegen. Zweite ist das Miesmäulchen, eine Pflanze, die ich vorher gar nicht kannte. Eine Pflanze, die ganz verschlossen ist, schwer zu öffnen. Und da kommen nur große Hummelarten ran, die also kräftig genug sind und auch die motorischen Fähigkeiten haben, so eine Blüte zu öffnen und zu bestäuben. Da wird einem auch klar, dass nicht jeder jede Blüte bestäuben kann, sondern dass es hier jede Menge Spezialistentum gibt. Die dritte
Ich finde den Rhododendron immer noch schön, obwohl er vielleicht nicht so ganz hierher gehört. Der Rhododendron, weil er eine besondere Eigenschaft hat, er hat den Pollen nicht sichtbar, der ist verborgen in den Staubgefäßen. Und er hat aber pollenimitierende oder staubgefäßimitierende Blütenmale, die die Bienen dann zum Nektarvorrat lenken. Und der zeigt also die Problematik von bienenbestäubten Pflanzen ein bisschen auf, mit der habe ich mich auch lange beschäftigt, dass nämlich Bienen den Pollen nicht nur zur Bestäubung von Blüte zu Blüte tragen, sondern auch für sich selbst nutzen, um ihre Larven damit zu versorgen. Und der Rhododendron, der hat also Wege gefunden in der Evolution, mit diesem Problem umzugehen und die Bienen nach wie vor effektiv als Bestäuber zu nutzen. Ja, vielen Dank dir. Ja, gerne. Ja, Mensch, das waren wieder tolle Einblicke und wir haben daraus ja auch mitgenommen, was man ganz konkret im Garten machen kann, welche Pflanzen jetzt hilfreich sind. Da haben wir drei tolle Tipps gehört und ja, das wären doch tolle Ansätze, um was für die Wildbienen zu tun.